Begeistert. Also normalerweise hinter der Kulisse ist es immer unglaublich, ja, wie soll ich sagen, unattraktiv, aber also nicht in dieser Kulisse, sondern generell. Also man verläuft sich, man trifft überhaupt niemanden und so weiter und dann, wenn man Pech hat, kommt man gar nicht raus und hier kommt man raus und trifft lauter nette Leute und dann so, wie soll ich sagen, wahrhaftiges Bild des Lebens, wie es der Andi hier zeichnet. Also ich bin völlig begeistert. Und du hast ja schon erzählt, Andi, von Reisen, bin wirklich viel unterwegs. Und ich habe mal, ja, und ich habe mal ein Stück gemacht über eine Wohnung in New York. Da ist mir mal eine Nummer eingefallen. Wissen Sie, ich habe dort immer gewohnt, wenn bei einem Freund, wenn dort Gastspiele anlagen. Und das Stück spiele ich noch, weil diese Nummer ist eine, also die ist in einem älteren Haus, diese Wohnung im ersten Stock und in der Lexington Avenue. Und die Lexington Avenue, die hat in der Gegend immer Feuerwehr, Polizei, Ambulanz, alles rast mit vollem Alarm dadurch. Und die Wohnung hat einfach Verglasung. Also Sie kennen das. Und man hat also die Wahl, entweder man dreht durch oder man macht Musik draus. Und in Sachen Blues ist es so, man macht natürlich Musik draus. Ich habe mich eben für das zweite entschieden. Und dieses Stück ist dabei entstanden, spiele ich nochmal kurz, das heißt Lexington Avenue Patrol.